Hallo, es geht heute wieder um Wärmepumpen, Heizungsanlagen und wir beschäftigen uns mit den 4 häufigsten Gründen, warum eine Wärmepumpe auf einmal deutlich mehr Strom benötigt, als man es zunächst berechnet hat. Eine Wärmepumpenheizung ist eine echte Diva unter den Heizsystemen. Man kann sie nur unter sehr engen Bedingungen betreiben, dass sie auch wirklich effizient läuft. Und damit kommen wir schon zu unserem ersten Punkt, warum eine Wärmepumpe deutlich mehr Energie verbraucht. Und das ist eventuell eine falsche Dimensionierung, falsche Planung, falsche Auslegung. Eine Wärmepumpe kann nämlich nur in sehr engen Grenzen effizient betrieben werden. Verlässt man diese Grenzen, hat man einen deutlich höheren Energieverbrauch. Was passiert zum Beispiel? Eine Wärmepumpe wird zu klein für den eigentlichen Wärmebedarf gerechnet und man möchte es im Haus ja trotzdem warm haben. Also fangen die Betreiber der Wärmepumpe an und setzen Vorlauftemperaturen höher, Heizkurven höher, Wunschtemperaturen höher und damit verlassen sie natürlich sofort die berechneten Grundlagen. Und das sorgt für einen hohen Mehrverbrauch. Für jedes Grad höhere Vorlauftemperatur zum Beispiel haben wir einen Mehrverbrauch von 4%. Und das ist schon enorm. Und so verlässt man auch sehr schnell dann diese Grenzen. Was ist also jetzt konkret bei der Dimensionierung zu beachten? Zum einen eventuelle Sperrzeiten, teilweise von bis zu 3 Stunden am Tag. Wenn wir mit einer EVU-Sperre arbeiten, steht uns ja in dieser Zeit die Wärmepumpe nicht zur Verfügung. Sie muss also in der anderen Zeit die Wärme trotzdem produzieren können. Auch die Warmwasserbereitung spielt eine wichtige Rolle. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Auch wann zum Beispiel ein E-Heizstab einschaltet. Wenn wir also bivalent fahren und wir einen E-Heizstab haben, ab welchen Grenzen wird dieser dazugeschaltet, wie ist das dimensioniert? Das alles sind wichtige grundlegende Fragen. Aber jetzt kommen wir erst zu unserem zweiten Punkt und das hat auch viel mit Systemtemperaturen zu tun. Klassische Heizungsanlagen im Gebäudebestand arbeiten mit Heizkörpern, die teilweise mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad versorgt werden. Für eine Wärmepumpe ist es wichtig, diese Temperatur mindestens auf 55 Grad oder noch weiter abzusenken. Damit dies sichergestellt wird, ist ein hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich. Dabei wird das gesamte Heizsystem berechnet. Heizkörpergrößen und Volumenströme in der Anlage werden ausgelegt. Häufig müssen einige Heizflächen vergrößert und die Ventile erneuert werden. Wird dieser Abgleich nicht richtig oder sogar gar nicht durchgeführt, kann die Wärmepumpe nicht effizient arbeiten. Die Durchführung eines hydraulischen Abgleiches hier an solchen Heizkörpern ist unerlässlich für eine Wärmepumpe. Aber natürlich auch bei Fußbodenheizungssystemen gilt das Gleiche. Bevor ich aber gleich zu dem nächsten Punkt komme, möchte ich euch hier einmal dieses Buch empfehlen. Es ist der Leitfaden für Wärmepumpenanlagen, ist erst letztes Jahr im Oktober neu erschienen. Auf 270 Seiten wird hier alles Mögliche erklärt rund um den Betrieb von Wärmepumpenanlagen. Erschienen im Recknagel Fachbuchverlag. Erfährt man hier alles über die Technik von Wärmepumpen. Man bekommt hier sogar einen Leitfaden, wie man sie dimensioniert. Aber auch mögliche Fehlerquellen werden hier erläutert. Sehr gut geeignet für Fachleute, die sich mit dem Thema neu befassen oder ihr Wissen noch vertiefen möchten. Aber auch für interessierte Endkunden ist das sicherlich ein tolles Buch. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch einen Link dazu reingepackt, wo ihr das Buch direkt kaufen könnt. So, kommen wir jetzt aber zu Punkt Nummer 3. Und das hat etwas mit der Installationsqualität zu tun und ob eine Wärmepumpe auch ordentlich in Betrieb genommen wurde. Dabei können auch schon essentielle Fehler passieren, zum Beispiel bei der Installation, wie ist die Wärmepumpe hydraulisch eingebunden. Häufig werden Pufferspeicher verwendet, die können entweder parallel oder in Reihe verschaltet werden. Alleine das macht schon einen riesen Unterschied der Effizienz der Anlage. Auch die Größe solcher Pufferspeicher spielt eine Rolle. Aber auch hydraulische Komponenten wie Überströmventile müssen richtig dimensioniert und auch richtig eingestellt werden. Wird das nicht ordentlich gemacht, kann das teilweise zu einer Verdopplung des Verbrauchs führen, alleine nur, weil die Hydraulik schlecht eingebunden ist. Auch zum Beispiel mögliche Rückschlagklappen oder irgendwelche Umschaltventile müssen sauber arbeiten und an der richtigen Stelle eingebaut sein. Sonst kann es hier zu Fehlströmungen innerhalb der Hydraulik kommen, die wiederum für einen erhöhten Verbrauch sorgen. Und warum eine ordentliche Inbetriebnahme so wichtig ist, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Über 20 Schritte sind bei der Inbetriebnahme einer Wärmepumpe notwendig.
Dazu gehört das richtige Befüllen und Entlüften der Anlage. Alle Komponenten sind richtig einzustellen. Dabei wird meist auf digitale Hilfsmittel zurückgegriffen. Die Konfiguration der Wärmepumpenregelung ist besonders wichtig. Heizkreisparameter, aber auch ein eventueller Bivalenzpunkt sowie die Temperaturbereiche, in denen die Anlage arbeiten soll, werden eingestellt. Wird diese Einstellung falsch oder sogar gar nicht durchgeführt, ist ein effizienter Betrieb der Wärmepumpe nicht möglich. Eine Kostenexplosion um das Siebenfache ist bei falscher Konfiguration einer Wärmepumpe möglich. Wir sehen also, die Installation und Inbetriebnahme einer Wärmepumpe ist essentiell wichtig für deren effizienten Betrieb. Und das Beispiel mit der Versiebenfachung der Stromkosten haben wir tatsächlich im Alltag auch erlebt. Da wurde eine Inbetriebnahme nicht durchgeführt und die Stromkosten bei dieser Anlage beliefen sich auf 5.500 Euro pro Jahr statt 800 Euro. Was da genau passiert ist, das zeigen wir euch in einem extra Video. Da haben wir die Kamera auch für begleitet und in einem unserer At-Work-Videos, wo wir euch Kuriositäten aus dem Alltag präsentieren, haben wir das ganze Thema dann aufgegriffen. Den Link zu dem Video habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Euch empfehlen wir auf jeden Fall für die Installation einen Fachbetrieb der Innung und hier auf shk-info.de stehen euch deutschlandweit 24.000 Fachbetriebe zur Verfügung. Und jetzt kommen wir zu unserem Grund Nummer 4 und das ist die Auslegung des Warmwasseranteils. Bei der Auslegung einer Wärmepumpe wird häufig der Standardwert von 18% genommen. Heißt, 18% ist der Anteil des Jahresverbrauches der Heizenergie, die für den Warmwasseranteil genutzt wird. In gut gedämmten Häusern und neueren Gebäuden ist dieser Anteil meist deutlich höher, teilweise zwischen 30-50%. Hat man jetzt bei der Auslegung den Anteil nur auf 18% angesetzt, hat man eine viel zu klein dimensionierte Wärmepumpe, die sehr häufig und sehr viel für die Warmwasserbereitung leisten muss. Und für die Bereitung des Warmwassers muss die Wärmepumpe natürlich auf Temperaturen von über 50 Grad gebracht werden, wo sie eben nicht mehr so effizient arbeiten kann. Das waren unsere 4 häufigsten und auch teuersten Fehler in einer Wärmepumpe, die zu einem plötzlich höheren Energieverbrauch führen, als es zunächst gedacht war. Es gibt noch eine Vielzahl mehr an Gründen und dazu blende ich euch mal hier eine Grafik vom Bundesverband Wärmepumpe ein. Da ist sehr schön zu sehen, welche Einflussfaktoren es noch alle gibt. Zum Beispiel das individuelle Nutzerverhalten, das Lüftungsverhalten des Betreibers. Natürlich auch das Wetter spielt eine Rolle, die eigentlichen realen Quellentemperaturen und Systemtemperaturen und vieles weiteres. Gibt es von euch auch noch konkrete Gründe, warum eine Wärmepumpe plötzlich mehr verbraucht, als man es denkt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.